Folge Promotrend Perfect 2 hier wieder auf Microdoser TV mit mir, dem Bio. Freue mich, dass du einschaltest. So, Berlin Friedrichstraße. Wir hauen mal die Bremse raus, weil wir fahren gleich wieder ab. Willkommen in Berlin Friedrichstraße. Ja, habt ihr gehört? Berlin Friedrichstraße. Ist ja, als ob ich das angesagt habe gerade. Habe ich nicht. Ja, wir sind auf dem Weg nach Spandau, was nicht mehr zu Berlin gehört. Wie sie sich hier immer schimpfen und so alles was, ne? Warten jetzt natürlich auf unsere Freigabe, damit wir weiterfahren können. Und dann geht's los. Part 4 übrigens jetzt. Oh, ist schon ein Stück Fahrweg, den wir hier haben. Aber ich quatsch natürlich auch relativ viel, weswegen ich hier manchmal auch immer ein bisschen zu schnell bin oder halt zu langsam bin. Wie sieht's denn aus? Würdest du mich auch mal losfahren lassen? Eigentlich nicht. Streckenfreigabe sollte eigentlich da sein. Türen sind auch noch offen. So, eigentlich sollten wir langsam mal fahren können. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier schon stehen. 12.01 Uhr. Ja, es geht irgendwie nicht, dass ich hier nicht weiterschalten kann. Ich weiß nicht warum. Ah! Markt, Berlin Hauptbahnhof, Bellevue, Berlin Friedrichstraße, 11.58 Uhr. Wir sind schon zu spät, Alter. Tja, fahre ich einfach ab. Geht nicht. Hallo! Pause ist doch raus. Lass mich doch weiterfahren. Keine Ahnung, was das jetzt war. Wir sind auf jeden Fall zu spät. Fast 2 Minuten. Naja, gut, jetzt können wir. Ja, jetzt kommst du, weißt du? Jetzt bin ich schon weg. Wie lange soll ich denn da warten, ey? Komm schon mit Verspätung rein und dann lässt er mich auch noch warten, der Kollege. Das ist nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung. Ja, es sieht richtig anders aus. Das ist der Wahnsinn. Oh, da ist er fertig. Station. Berlin Hauptbahnhof. Übergang zum Fernverkehr, U-Bahn und zum Regionalverkehr. Hier ist nämlich bei dem Microsoft Train Simulator ist hier noch alles mit, voll mit Baustelle. Da ist er nämlich noch nicht fertig. Da fehlt da auch irgendwas. Sah auch irgendwie nicht richtig aus. Naja, hier gibt es Probleme. Das ist irgendwie nicht richtig. Guck mal hier, das ist alles ein bisschen verzerrt. Ob es da ein Update gab. Update ist halt immer schwer. So.
Ach ja. Meine Damen und Herren am Gleis 16. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Regionalexpress nach Königs Wusterhausen. Aus Gleis 12. S-Bahn S7 nach Potsdam Hauptbahnhof. Aus Gleis 16. Regionalexpress nach Falkenberg Elster. Aus Gleis 4. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Abfahrt bitte. Diese Zugansagen, die sind schon cool gemacht. Ja, das macht es nochmal ein bisschen authentischer, finde ich irgendwie. Die gibt es halt wirklich. Wer jetzt gedacht? Jetzt bräuchte ich noch irgendwie, müsste ich meinen. Ich bräuchte noch irgendwas, um das halt einfach noch authentischer zu machen hier mit so einem Knüppel. Zum Gas geben und bremsen. Müssen wir mal gucken, ob man das mit meinem Lenkrad machen kann. Aber kannst du ja nicht wirklich machen. Kannst du es ja nicht wirklich steuern. Da bräuchte man so einen regelbaren. Schub oder sowas, weißt du, damit man das da machen kann. Das ist auch noch die Frage, unterstützt es halt das Spiel schon? Ja, aber das gefällt mir ja, alles, was ich hier so sehe. Ist da hinten die Goldelse? Sieht so aus, als ob da die Goldelse gerade war. Müsste man ja eigentlich auch sehen. Nächste Station, Bleven. Bellevue! Bleve. Ja gut, die Ansagen, die sind halt wirklich ein bisschen sehr, hätten sie besser machen können. Das ist so ein Google Translate irgendwie so. Hat man irgendwie das Gefühl, dass da diese Google-Frau das einfach nur spricht. Also, ich hätte, ja, das hätte man vielleicht auch selber einsprechen können, wirklich. Aber komm, das ist dann halt schon wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Weil eigentlich, finde ich, macht der hier alles richtig. So bin ich jetzt der Meinung. Da haben wir ein bisschen zu früh gebremst. So, guck mal, wir hätten eigentlich bis vorziehen müssen. Ach ja. Sightseeing hier auf Microhazard TV. Anders kann man es nicht sagen. 12.08 Uhr. Boah, Alter. 5 Minuten Verspätung. Pff, ist klar. Wir hätten eigentlich schon Savini-Platz sein müssen. Aber da habe ich früher gearbeitet. Savini-Platz, da muss ich mal aussteigen. Das ist näher der Kantstraße. Einsteigen bitte. Da habe ich schon meine Nähe gearbeitet. Einfach nur um die Ecke laufen. Aber jetzt kommt erstmal Berlin Zoologischer Garten. Hier geht's zum Tierpark. Ne, nicht Tierpark, zum Zoo. Ne? Berlin Zoo. Tierpark ist ja ganz woanders. Müssen wir das nächste Mal ein bisschen besser machen. Also jetzt nicht, wo jetzt da der Fehler hing. Bremse halt. Ich habe einen sehr, sehr langen Bremsweg, weil ich halt immer noch nicht so richtig einschätzen kann, wann ich bremsen muss. Und ich weiß auch nicht. Ne, hier ist immer noch 60. Okay, das passt. Nächste Station,
Tiergarten. Ach so, stimmt, den habe ich komplett vergessen, den Tiergarten. Oh. Ja, siehst du mal, so selten fahre ich S-Bahn. Stimmt, da war ja noch was. Da war ja noch was. Den Tiergarten vergessen. Gibt's ja nicht. Rintintin. So. Ach. Da ist er. Da ist die Goldelse. Richtig. Und da hinten müsste es eigentlich dann zum Brandenburger Tor gehen, ne? Okay. Zeigt er jetzt nicht an. Oder? Täusche ich mich da jetzt? Ist wurscht. Einsteigen bitte. Ich hätte mal gedacht, dass das immer auf der gegenüberliegenden Seite ist. Aber ich habe in der Erdkunde noch nie aufgepasst. Mich interessiert das auch alles gar nicht, muss ich gestehen. Wo hier was ist, wenn mich irgendwer fragt, mussten hin, da und da hin. Aber wie gesagt, also es ist halt schon mega lange her, dass ich wirklich mal mit einer S-Bahn gefahren bin. Also ich überlege gerade, das muss schon, ja, seitdem ich Führerschein habe, über 10 Jahre her, ist das auf jeden Fall schon, dass ich da mal S-Bahn gefahren bin. Also darf man es mir auch nicht übel nehmen. Ich einfach mal einen kompletten Bahnhof auslasse. Nächste Station, Berlin Zoologischer Garten. Übergang zur U-Bahn und zum Regionalverkehr. So. Meine Damen und Herren am Gleis 6. Willkommen in Berlin Zoologischer Garten. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. S-Bahn S7. Nach Potsdam Hauptbahnhof. Aus Gleis 7. Ja, aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen kurzen Cut. Sehen uns dann hoffentlich nächste Woche nochmal wieder. Dann sollten wir ankommen, auf jeden Fall hier in Spandau. Wie gesagt, über Kommentare und so freue ich mich. Also, wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt. Ich freue mich. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.